dieses Jahr war für mich total wichtig, wieder beim ULI Summit dabei zu sein, weil es ja eine besondere Situation ist. Dass es einfach die erste Möglichkeit ist, jetzt nach dieser Corona-Zeit mal wieder zu einer Veranstaltung zu gehen. Dieses Bedürfnis, wieder Menschen in echt zu sehen. Orientierung zu finden, gerade in dieser speziellen Zeit. In diesem besonderen Jahr natürlich auch einen Austausch nach längerer Zeit, mal wieder die Leute physisch zu sehen. Und über die Zukunft, nicht nur der Branche, sondern auch der Gesellschaft insgesamt mal laut nachzudenken. Denn wir waren zwar verbunden über Videokonferenzen und Telefon, aber wir haben uns nie getroffen. ULI als wirklich Vorreiter hat sich mal wieder extrem gut positioniert mit einem mutigen, toll durchdachten Konzept. Und ja, ich bin einfach nur ganz, ganz froh, heute hier zu sein. Sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste, Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass ich jetzt hier heute stehen kann. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir an alle hier in dieser großartigen Halle. Und auch an alle, die heute digital teilnehmen. Das ist das erste Mal in der 10-jährigen Geschichte des Urban Leaders Summit. Der ULI Summit ist eigentlich so eine wunderbare Gelegenheit, einmal im Jahr alle Leute, die ganz verstreut in Deutschland und in Europa arbeiten, alle an einem Ort zu haben. Die sehr offen über die aktuellen Themen sprechen. Schon das Ganze in einer sehr entspannten, relaxten Atmosphäre. Aber auch, dass er immer wieder Impulse gibt mit sehr hochwertigen Rednern und tollen Vorträgen. Und Themen der Kooperation, die sehr wichtig sind für die Entwicklung von Städten, besprechen. Herzlich willkommen, Theocon. Ich freue mich dann, Sie alle zum Urban Leaders Summit 2021 wieder zu begrüßen. Mit Händeschütteln und mit innigen Umarmungen, da bin ich sicher. Ich drücke alle Daumen. Dass wir zusammengekommen sind in einer wirklich super Location und dass es viel, viel Zeit für Austausch gab. Und ich merke jetzt, wie mich das aufgeladen hat und wie gut das tut.